Willkommen zurück zu Programmieren 2. In diesem Video werden wir abschließend WPF und Oberflächenprogrammierung zusammenfassen und dann im nächsten Video natürlich mit einem neuen Block beginnen. Wir haben eben in die Oberflächenprogrammierung über WPF einen kleinen Einblick bekommen. Mir war eben wichtig, dass Sie prinzipiell mitbekommen haben, wie ein User Interface letztendlich funktioniert. Also wir haben eben einen UI-Thread, der beständig rendern muss, und unsere Methoden werden letztendlich über das Hollywood-Prinzip, das übrigens auf Englisch Inversion of Control heißt, an bestimmte Elemente, beispielsweise Buttons oder Textboxen oder was auch immer. Wir können uns da eben registrieren und dann können wir eben unsere Funktionalität ausführen lassen, wenn der Nutzer bestimmte Aktionen gemacht hat, also beispielsweise einen Button geklickt hat oder er hat was in eine Textbox eingegeben und so weiter. Dann können wir eben unsere Codestücke ausführen lassen, die eben dann von den jeweiligen Elementen aufgerufen werden. Wir haben eben auch gesehen, im UI-Bereich wird Threading erstmals wichtig, denn wir können das UI einfrieren lassen, wenn wir langlebige Operationen darauf laufen lassen. Und wir haben eben gesehen, neben dem Auslagern auf einen Hintergrund-Thread müssen wir eben nicht nur das Einfrieren, sondern auch die Thread-Affinität von Elementen beachten, die in der Oberfläche leben. Die können nur auf dem UI-Thread geändert werden. Und dafür muss ich einfach mir einen Mechanismus überlegen als Programmierer, der das sicherstellt. Ein solcher Mechanismus war eben Async Await. Das ist das Einfachste, was es gibt in .NET meines Erachtens nach, und es ist super angenehm zu programmieren, weil der Code, der rauskommt, fast genauso aussieht wie der Synchrone, den wir vorher hatten. Bis auf eben, dass man sich mit der Task-Klasse auseinandersetzen muss und weiß, dass man Await auf einen Task aufruft, und wenn ich mindestens ein Await in der Methode habe, muss ich die halt mit Async kennzeichnen. Aber relativ viel mehr muss man eigentlich nicht beachten. Bitte seien Sie sich aber auch bewusst, dass das wirklich nur ein sehr, sehr kleiner Einblick war in die Oberflächenprogrammierung. Ich bin der Meinung, Sie können mit diesem Wissen einfache Oberflächen selbst gestalten. Wenn Sie sich aber mehr mit diesem Thema auseinandersetzen wollen, dann kann ich Ihnen eben hier diese Bücher empfehlen, die ich selber bis zum bitteren Ende gelesen habe. Das eine ist eben Pro WPF in C# von Matthew McDonald. Das ist das beste WPF-Buch meines Erachtens, das es gibt. Es erklärt zwar intern, glaube ich, nicht wie das MVVM-Pattern, was sehr häufig jetzt in .NET und WinRT und Silverlight-Applikationen eingesetzt wird, angewendet wird, aber ansonsten umfasst das wirklich die komplette Funktionalität und viele Aspekte, die man eben bei der Oberflächenprogrammierung beachten muss. Absolut sensationell guter Autor meines Erachtens nach. Problem, das Ding ist Englisch. Wenn Sie lieber auf ein deutsches Buch hinaus wollen, dann kann ich das Buch von Thomas Claudius Huber empfehlen. Das heißt das Windows Presentation Foundation, aktuell eben mit Version 4.5, die aktuelle, die es gibt. Und das ist eben auf Deutsch nahezu genauso gut wie das obere. Meines Erachtens kommt man damit auch sehr, sehr gut durch, wenn man das untere benutzt. Aber wie gesagt, mein persönlicher Favorit ist eben Matthew McDonald. Okay, wie gesagt, wir sind zwar ein bisschen drauf eingegangen, wie Data Binding im Grunde funktioniert und was Dependency Properties im Grunde sind, aber wir sind auch auf viele Sachen überhaupt nicht eingegangen, wie beispielsweise Routed Events, Control und Data Templates, Animationen. Die anderen Sachen mit Styles und Resources und Multithreading haben wir ein bisschen gemacht. Wie gesagt, das soll ein Einstieg in die Oberflächenprogrammierung sein, kein umfassendes Kompendium, weil dazu müsste man meines Erachtens eine ein- bis zweisemestrige Vorlesung vielleicht sogar machen, um wirklich auf diese Aspekte direkt einzugehen. Wie sieht die Technik hinter Oberflächenprogrammierung aus? Und auch wenn Sie nicht bei WPF bleiben, prinzipiell die Konzepte, die ich Ihnen vorgestellt habe, die gelten auch, wenn Sie, was weiß ich, Qt einsetzen oder Cocoa in
die, also man muss eben Multithreading beachten und ich kenne kein Framework, das ohne Thread-Affinität auskommt. Es gibt zwar bestimmte Oberflächen-Frameworks, aber das sind nicht die aktuell populären. Ja, und damit sind wir auch am Ende mit der Zusammenfassung für WPF. Wir werden uns dann eben in den nächsten Videos mit etwas komplett anderem wieder beschäftigen. Das ist das objektorientierte Design. Das heißt, ich habe jetzt zwar die Grundlagen, wie ich auf Dateien zugreife, auf Oberflächen schreibe, Networking oder sowas haben wir uns jetzt noch nicht angeschaut, aber das könnte man beispielsweise auch dazu nehmen. Und ich weiß eben grundsätzlich, wie ich eben Klassen strukturieren kann, also welche Möglichkeiten mir da offen stehen. Aber in den nächsten Videos sehen wir uns dann eben an, wie kann ich das denn eigentlich einigermaßen effektiv einsetzen? Gibt es da sozusagen Muster und Vorlagen, die ich anwenden kann, damit ich beim Codeschreiben gar nicht mehr so viel nachdenken muss, wie ich überhaupt meine Klassen interagieren lassen soll? Und genau damit werden wir uns eben in den nächsten Videos beschäftigen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns bald wieder. Bis dann.